Unmittelbar bevor Joachim Gauck zum Bundespräsident gewählt wurde, machte die ARD eine Umfrage, eine Chat-Umfrage, ob denn diese, die Frage hieß, ist Joachim Gauck der Richtige für das Amt des Bundespräsidenten? An dem Tag gegen 19:37 Uhr hatten etwa 77% klar mit Nein votiert. Daraufhin nahm die ARD dieses Votum von der Website. Und einen Tag später teilten die öffentlich-rechtlichen Medien mit, laut einer Umfrage seien 70% der Menschen begeistert von dem neuen potenziellen Präsidenten. Soweit zu der Qualitätsmedienarbeit unseres Fernsehens. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Um das Thema Joachim Gauck geht es im folgenden Gespräch. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Klaus Blessing. Du hast ein Buch verfasst, obwohl deine Themenschwerpunkte ja eigentlich ganz andere sind. Du bist Ökonom, du bist jemand, der an verantwortungsvoller Stelle in der DDR für Wirtschaft, für das Thema Ökonomie tätig gewesen ist. Wie kam es, dass du sagst, jetzt befasse ich mich mal mit diesem ominösen Herrn Gauck? Ja, die Frage haben mir ja schon viele gestellt, manche sogar etwas spitzer. In der Art, wie hast du denn das ausgehalten? Die Recherchen zu diesem Buch Ja. hier hat ja doch ein Jahr fast gedauert, Ja. durchzuziehen, auch wissend, dass ich ja eigentlich ein ganz anderes Profil habe. Das hat eine Vorgeschichte, die ich natürlich hier nochmal ganz kurz mache. Ich bin ja unter anderem auch organisiert in einem Kuratorium ostdeutscher Verbände. Da sind so 20 Organisationen, größere und kleinere, mit drin. Und wir hatten auch vor der Bundespräsidentenwahl auf unserer Webseite eine, ja, Vita haben wir gesagt, Ja. des Herrn Gauck reingestellt, die natürlich nicht identisch war mit den Lobpreisungen, die man in den Medien lesen konnte. Und auf diese Vita meldete sich eines Tages bei mir übers Internet ein Mann aus Rostock, so mit der Aussage, was ihr dort gemacht habt, das ist ganz ordentlich, aber ich weiß viel mehr. Wobei natürlich ich dann sofort zurückmeldete, also wenn das so ist, wer sind Sie denn? Und dann kam sofort die Antwort, also ich war der ehemalige Referent für Kirchenfragen des Bezirkes Rostock, Name Manfred Manteuffel, also nun Ja. Mitautor dieses Ja, Buches, genau. woraus sich dann sehr schnell ein sehr lebendiger Kontakt ergab. Und bereits bei den ersten Kontakten hatte Manfred also Dokumente bei der Hand, Gerichtsakten und Ähnliches, die ein völlig nicht nur anderes Bild, sondern die eigentlich eine Offenbarung für mich waren und viele andere Menschen auch in der Art. Hoppla, hier geht es ja um ein paar ganz prinzipielle Sachen. Es kamen dann dazu weitere Informanten, die auch im Buch verarbeitet sind. Also als einer der interessantesten, Harjolf Reitmeier, der im ZDF schon in Anfang der 90er Jahre mit dem damaligen Herrn Gauck ein Interview geführt hat, ein sehr brisantes. Es kamen dann Quellen dazu aus Fernsehaufzeichnungen, aus dem Archiv und so weiter und so fort. Das heißt, es rundete sich bei mir relativ schnell ein Bild eines Mannes ab, wo ich sagte, das müssen wir in die Öffentlichkeit tragen. Das ist jetzt nicht mal eine Frage, dass das das Kuratorium behandelt oder wie. Und das war die Motivation, dieses Buch zu schreiben. Herausgeber, wir beide, Manfred als, sag ich mal, der Informationsträger im Wesentlichen, bitte schön, ich als der Schreiberling, ganz offen gesagt. Ja, so ist das Buch zustande gekommen und das war auch die Motivation an mich selber, zu sagen, gut, dann lässt du mal die Ökonomie und die politische Ökonomie ein bisschen beiseite und widmest dich dieser Aufgabe. Viele, einschließlich die Frau, hat gefragt, wie lange wirst du das noch machen? Es ist ja letztendlich, wir haben ja vor ein paar Jahren ein sehr spannendes Gespräch gehabt, wo es um das Thema Treuhand ging. Die Art und Weise, letztendlich auch mit dieser deutsch-deutschen Vergangenheit, da kommen wir ja bei ihm noch drauf, umzugehen in der BRD heute, ist ja irgendwo eine Verbindungslinie, dass da Dinge einfach, ja, ich sag mal, abweichen von dem, was uns die Medien präsentieren. Jetzt legst du Wert darauf, dass es keine Biografie ist. Was ist es dann? Ja, es gibt ja mehrere Biografien, Ja, die wir jetzt hier nicht sicher werden, alle darlegen. Auf die letzte allerdings werden wir vielleicht im Gespräch doch nochmal eingehen, kurz von dem Mario Frank. Also es gibt mehrere Biografien, die aber alle aus einer bestimmten Blickwarte geschrieben sind. Immer die Blickwarte, diesen Mann so schön wie möglich darzustellen in seiner Entwicklung, in seinen Auffassungen, ja, quasi als Heilsbringer.
Wir wollten und könnten keine Biografie schreiben, sondern wir wollten, ich habe formuliert, schwarze Stellen im Leben dieses Mannes, schwarze Stellen sind logischerweise auch verschwiegene Stellen, ein bisschen aufhellen. Und bei der Recherche und der Durcharbeit stellte sich natürlich heraus, dass es davon eine ganze Menge gibt. Insofern also nochmal, es ist keine Biografie, also es ist aber ein Kontrapunkt zu den Biografien, ja, so wie ich gesagt habe, um etwas Helligkeit reinzubringen. Wenn, Stichwort schwarze Stellen, wird aus deiner Sicht dann auch irgendwo deutlich, warum es diesen abrupten Wechsel von Wulff zu Gauck gegeben hat? Sind diese schwarzen Stellen, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, Voraussetzung dafür, dass jemand wirklich nahtlos in diesem Amt funktioniert, was ja bei Wulff im Zusammenhang mit ESM möglicherweise nicht der Fall gewesen wäre. Er ist jetzt freigesprochen worden. Das heißt, das ganze Theater, eigentlich müsste Gauck jetzt zurücktreten und sagen, ich habe dieses Amt zu Unrecht bekommen. Nicht, dass ich Herrn Wulff nachtrauere, du wahrscheinlich auch nicht. Aber zumindest ist das so, dass man schwarze Stellen braucht, um so einen Job dann auch wirklich befehlsgemäß umzusetzen? Naja, das ist natürlich eine sehr gewagte These, dass schwarze Stellen die Voraussetzung sind, um Bundespräsident zu werden. Soweit würde ich vielleicht. Wäre nicht der Erste. Ja, gut, das stimmt allerdings. Ja. Soweit würde ich vielleicht in meiner Begründung auch nicht gehen wollen. Ich sage auch mal so, es ist uns auch nicht gelungen, trotz umfangreicher Recherchen, wie es abgelaufen ist, das von Wulff zu Gauck, das wissen wir. Ja. Aber diesen Hintergrund wirklich aufzuhellen, was waren denn nun die tragenden, nicht nur Motive, sondern auch die tragenden politischen Kräfte, die das gestaltet haben, das ist dort nicht richtig beantwortet, konnte nicht beantwortet werden. Der Gang, wie das ist dargestellt. Wenn man es aus heutiger Sicht natürlich sieht, natürlich sind wir der Auffassung, und das ist die ganze Diktion des Buches, dass der Herr Gauck zurücktreten sollte. Auch aufgrund seiner schwarzen Stellen, über die wir sicher etwas sprechen müssen. Und wenn man die Causa Wulff nur aus heutiger Sicht sieht, ich meine, ich habe schon, steht ist auch da drinnen zu ersehen, nie eine andere Auffassung dazu gehört, dass nach außen getragen sind ja Lächerlichkeiten. Also, dass sich jetzt nur der Bundesgerichtshof noch mal damit befasst, ob nur 720 Mark Übernachtungskosten richtig abgerechnet wurden oder nicht, also das halte ich. Beim Finanzminister, bei den 100.000 Mark ungeklärt sind. Ja, also das halte ich auch für einen Rechtsstaat als eine Zumutung. Ja, aber bitteschön, das ist gut, nicht das Thema. Thema ist vielleicht eine kleine Nuance. Wir haben Herrn Wulff das Buch auch geschickt. Ja. Und Herr Wulff hat sogar geantwortet, im Gegensatz zu manch anderen, mit der Ansage, vielen Dank, aber dass ich mich zum Inhalt nicht äußere, werden Sie sicher verstehen. Das klar. Haben wir verstanden, natürlich. Aber vielleicht ist da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Lassen wir das mal. Ja, die schwarzen Stellen, die meines Erachtens doch so gravierend sind, politischer Art und vor allen Dingen charakterlicher Art, ich gehe mal nicht so weit zu sagen, das ist die Voraussetzung, um Bundespräsident zu werden, sondern ich würde so formulieren, es wäre die Bedingung, um nicht mehr Bundespräsident zu sein. Ja. Das ist auch aus heutiger Sicht sehr aktuell zu unterstützen. Wenn du, ich sage jetzt mal, als jemand, der in der DDR Verantwortung getragen hat, sich kritisch mit Gauck auseinandersetzt, könnte man ja sagen, alles klar, das ist der liebe Bürgerrechtler, der hat tolle Arbeit geleistet und jetzt macht hier ein ehemaliger SED-Funktionär eine Abrechnung. Das sieht aber vor allen Dingen, was der liebe Bürgerrechtler betrifft, glaube ich, ein bisschen anders aus. Na gut, erstmal diese Argumentation, das ist natürlich die Diktion einiger Medien, die um unser Buch nicht drumherum gekommen sind. Sie sind deshalb nicht drum herum gekommen, weil das andere Buch, ich nannte das schon Stichwort Mario Frank, nach unserem gekommen ist und von den Medien doch ziemlich hochgepusht wurde. Das ist nun die Biografie. Aber mehrere kamen dabei nicht umhin zu sagen, es gibt aber auch ein anderes Buch, geschrieben von den und den, jawohl, genau mit der Diktion,
Das braucht ihr euch aber gar nicht angucken. Das sind zwei ehemalige, der eine, du machst ja kein Hehl draus, Manfred Manteuffel war normaler Mitarbeiter. Ich war es nicht, aber ich war Staatsfunktionär. Das ist ja logisch, dass die nachschlagen, nachhacken und so weiter. Ich betone noch mal ausdrücklich Folgendes. Also ich ganz persönlich hatte mit dem Herrn zu DDR-Zeiten nichts zu tun. Und auch danach hatte ich nichts in dem Sinne zu tun, dass ich verfolgt, drangsaliert oder irgendwie. Überhaupt nicht der Fall. Bei Manfred Manteuffel sieht das zugegebenermaßen ein bisschen anders aus, aber das ist kein Racheakt, sondern die Motivation eindeutig von uns beiden, und wir kennen uns nur inzwischen also bestens, auch charakterlich, ist das, was ich eingangs gesagt habe. Im Wissen um das, was wir wissen, können wir nicht schweigen. Also das ist die Begründung für das Buch. Stichwort aber jetzt nochmal der zweite Teil, Bürgerrechtler. Also Gauck ist uns verkauft worden als jemand, der in der DDR aufrichtiger, fast Widerstandskämpfer und Bürgerrechtler gewesen ist. Ja, wir lassen ja da andere Bürgerrechtler sprechen, denn ich war kein Bürgerrechtler, war auch nicht in diesen Kreisen. Andere Bürgerrechtler aus der kirchlichen Seite, aber auch aus der nicht kirchlichen Seite sagen eindeutig, klipp und klar, Gauck war nie Bürgerrechtler. Gauck war Pfarrer, da gibt es ein paar Sätze zu sagen, die würde ich auch gerne noch tun. Aber Bürgerrechtler war er nie. Er ist dann, als sichtbar war, wohin der Zug rollt, auf diesen Zug aufgesprungen. Hat sich dann natürlich mit großem Pathos, was überhaupt wohl seine Charaktereigenschaft ist, als Bürgerrechtler verkauft. Aber die, sagen wir mal, wirklichen Bürgerrechtler verwehren sich dagegen, dass Gauck Bürgerrechtler war. Wobei natürlich nicht zu verschweigen ist, dass Gauck als Pfarrer seine Freiräume genutzt hat, um ja sehr intensiv gegen die DDR zu predigen. Die Spitze der Predigten und seines ganzen Denkens ist immer die Gleichsetzung zwischen faschistischer Diktatur und DDR. Ein ganz, ganz schlimmes Thema. Das hat er getan, aber er hat auch dann getan, sofort, als es darum ging, für sich selber Vorteile herauszuholen, also diese öffentlichen Auftritte nicht nur zu relativieren, sondern in Gesprächen mit der Staatsmacht ins Gegenteil zu verkehren. Das haben wir alles dokumentiert. Wenn es die Zeit ergibt, können wir darüber nachher auch sicher noch etwas sagen. Das heißt, es ist bei ihm eher so dieses Nutzen der Gunst der Stunde auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Gibt es denn nachweisliche Verbindungen, dass er ganz im Gegenteil auch mit, staatlichen Diensten in Verbindung war? Also dass es nicht nur keine aufrichtige und kämpferische und sich selber auch gegebenenfalls in Gefahr bringende Bürgerrechtsposition gewesen ist, sondern es die anderen Kontakte gab? Das ist ja der eine Clou dieser Buchaussage. Ja. Ich meine, da muss man wirklich mal den Zusammenhang herstellen. Gauck war nach der Wende Vorsitzender, oder wie das hieß, der nach ihm benannten Behörde zur Aufarbeitung der, seine Formulierung, also Stasi-Vergangenheit, und da war er nicht gerade zimperlich, muss man jetzt nicht zu weit treiben, aber das wissen wir, es gab ja sogar Opfer, die keinen Ausweg mehr wussten, als sich selber das Leben zu nehmen. Das will ich eben nicht anlasten, in dem Sinne, das ist ja kein kausaler Zusammenhang. Aber Gauck hat in der zweiten Hälfte der 80er Jahre auf eigenen Wunsch, also im Klartext, Manteuffel als staatlich Beauftragter für Kirchenfragen, hatte natürlich ständige Kontakte mit Herrn Gauck, und Gauck hat Manteuffel angesprochen: Herr Manteuffel, können Sie mir nicht mal Kontakte zur Staatssicherheit herstellen? Denn er hatte eine sehr vorgefasste Gegenmeinung dazu. Das hat er natürlich gemacht, und es gab einige Gespräche, und das Wichtigste ist hier als Protokoll, nicht nur zitiert, sondern das Protokoll ist beigefügt, wo Gauck, das kann man nicht anders formulieren, sich den Organen angedient hat mit Formulierungen, die man aus heutiger Sicht ja von ihm gar nicht für möglich hält. So in der Richtung, also beispielsweise, jawohl, in der Staatssicherheit arbeiten viele kluge Leute, wir brauchen Sicherheitsorgane wie andere Staaten auch. Wie Äußerung, ich, Gauck, unterstütze junge Menschen in Wehrpflicht wahrzunehmen und so weiter und so fort. Das sind mehrere Aussagen dazu. Ja, und das Ergebnis und das offensichtliche Ziel war, damit natürlich für sich Privilegien herauszuholen. Ich sag mal,
Tja, das muss man ja nicht unbedingt verurteilen. Verurteilen muss man aber ganz stark. Wenn ich selber sowas betreibe und andere Menschen, die nichts anderes oder sogar weniger gemacht haben, nicht nur verurteile, sondern regelrecht aburteile, dann ist das natürlich von der Charakterseite sehr, sehr bedenklich. Und der Clou in dem Buch ist das Urteil des Landgerichtes Rostock. Es gab ja mehrere Prozesse, Gauck, Distel, Distel, Gauck. Und der letzte Prozess ging so aus, das Urteil ist hier abgelichtet, dass das Landgericht Rostock geurteilt hat, Herr Gauck darf als Begünstigter der Staatssicherheit bezeichnet werden. Das hatte Distel so mal gesagt? Nein, das hatte Distel mal so gesagt, ja. Dann wurde prozessiert, ja. Wie das, okay. Ja, bitteschön, offensichtlich üblich ist. So, und jetzt mache ich es mal ein bisschen zynisch. Nach dem Urteil kam man zu der Auffassung, wir sollten noch mal die Prozesse einstellen. Da hat wohl die Kirche einen Einfluss genommen. Beide sind ja kirchlich gebunden. Das heißt, die Prozesse wurden eingestellt. Beide haben eine Erklärung unterschrieben, die ist auch abgelichtet. Und Herr Gauck gibt in seinen Memoiren kund, also er ist mit dieser Einstellung und mit dem, dass Distel also zurückgezogen hat, sehr, sehr zufrieden und sehr einverstanden. Naja, juristisch ist das natürlich nicht nur problematisch, juristisch ging der Schuss dann natürlich für ihn nach hinten los, denn es gab keine weiteren Verhandlungen, es gab keine weiteren Urteile. Dieses Urteil ist rechtskräftig, das möchte ich wirklich mal im Rechtsstaat betont haben. Also es gibt ein rechtskräftiges Urteil, dass der heutige Präsident der Bundesrepublik Deutschland als Begünstigter der Staatssicherheit bezeichnet werden darf. So, dann stelle ich mir das für andere Menschen im öffentlichen Dienst vor. Das ist meiner Meinung nach undenkbar. Hier wird das verschwiegen. Das heißt aber im Klartext auch, ganz ehrlich, dass mit dem Gauck bei der sogenannten Gauck-Behörde der Bock zum Gärtner gemacht wurde. Also das muss man so formulieren. Da gibt es ja auch eine Vorgeschichte, die man also hier nicht so weit werden treiben können. Es war ja überhaupt eigentlich nicht vorgesehen, sowas zu machen. Gauck hat sich dann, das hat er gemacht, also sehr engagiert, dass man das unbedingt machen muss, diese Akten aufarbeiten und so weiter. Und die sollten ja eigentlich verschwinden, sage ich mal. Das wurde Ansicht auch von Schäuble und Ähnlichem. Er hat sich dann durchgesetzt, hat sich natürlich dann sofort als Behördenchef präsentiert. Ja, wissen wir so. Also er müsste, wenn er in den Spiegel schaut, eigentlich nicht reinschauen können, weil er also einen Verfolgungswahn betrieben hat, der ja schon, ich sag's mal so, psychopathische Züge angenommen hatte. Ja, wobei diese Seite dann im Zweifelsfalle die eine Seite ist, was wir heute, das wirst auch du nicht mit deinen Recherchen feststellen können. Die andere Seite natürlich ist, wir wissen ja gar nicht, was mit da in der Behörde mit den Akten, die da nicht veröffentlicht wurde, passiert ist. Ja. Also nach welchen Kriterien hat dann ein Betroffener, ein Erpressbarer in diesem Thema letztendlich Akzente gesetzt und auch Akzente auf nicht veröffentlichen. Also. Es gibt, um das zu sagen, dieses, oder was ich schon gesagt habe, dieses Interview im ZDF von Reitmeier, das lief in der Sendung von Bodo Hauser, Studio 1, der die Behörde besucht hat und Menschen dort interviewt hat, wie es in der Behörde zuging. Ich weiß nicht, ob das öffentlich noch zugänglich ist, dieses Interview. Ich habe es. Wir haben Auszüge auch im Buch abgeschrieben davon, aber nicht die Diktion, die du jetzt hier reinbringst, sondern mehr die Diktion, wo es zur Konfrontation zwischen Reitmeier und Gauck kam, mit dem, muss man ja auch mal aussprechen hier, mit der Konsequenz, dass Gauck die Beherrschung verloren hat, denn Reitmeier angegangen ist, für ihre Fragestellung möchte ich ihnen am liebsten eine knallen. Dieses Interview musste gelöscht werden. Es ist dann ein sendefähiges entstanden. Das hat es auch noch in sich. Aber lassen wir das mal. Ja, und da ist aber auch ausgelotet oder andiskutiert, wie ging denn das eigentlich in der Behörde zu? Also sind serienweise Akten verschwunden, wieder zurückgekauft worden. Ich habe auch Informationen, dass da ganz gezielt solche Akten ja und andere Akten nein. Aber mit den Informationen, da muss ich auch mal hier gleich offen sagen, wer das Buch schon gelesen hat und noch lesen wird, wird uns zugestehen als Autoren,
dass wir nur das publiziert haben, was wir verantworten und dokumentieren können. Denn natürlich wissen wir, mit wem wir es zu tun haben, auch von der Rechtsseite her. Also wir können keine Behauptung aufstellen, die wir nicht beweisen können. Und ich habe viele, viele Informationen noch, die ich einfach nicht öffentlich breit treten kann, weil sie, manche Leute haben Angst. Sie trauen sich nicht, ihren Namen herzugeben. Man muss sich aber vor dem Hintergrund, was ja, wie du sagst, belegbar ist und was auch über dieses Distel-Verfahren dann sogar gerichtsnotorisch belegbar ist, dass es eben ein, wie auch immer, Andienen oder eine Günstlingssituation in Richtung Staatssicherheit gegeben hat, dann in der Tat natürlich, kann man nur eins und eins zusammenzählen, dass dann eine Behörde, die genau dieses Thema aufgreift, von jemandem, der da letztendlich selbst betroffen ist, nicht korrekt geführt werden kann. Das ist etwas, was an sich unmöglich ist letztendlich. Ja, um an der Stelle vielleicht mal einen Sidestep zu machen. Also persönlich hat mich natürlich zutiefst berührt, in Anführungsstrichen, dass Herr Gauck zur Beisetzung von Nelson Mandela nach Südafrika fliegt. Ja, wir wissen, wie in Südafrika die schlimme Geschichte aufgearbeitet wurde mit Versöhnung und so weiter und welche Rolle Gauck gespielt hat, aber das macht dem Herrn offensichtlich überhaupt nichts aus. Also dort dann mit völliger Euphorie dort also zu erscheinen und teilzunehmen. Ja. Naja, aber wie gesagt, wahrscheinlich ist so eine gewisse ethische Schmerzfreiheit dann schon in diesem Amt hilfreich. Ein Punkt, der jetzt ganz aktuell interessant ist und auch extrem irritiert, vielleicht sagst du auch nochmal zu seiner Rolle als Pfarrer. Er ist ja nun Pfarrer, er ist Christ, er ist jemand, der sich als Bürgerrechtler verkauft und er ist jetzt jemand, der eine, und ich sage das so ganz deutlich, ganz miese Kriegspropaganda betreibt. Sagst du einen Satz zu ihm als Pfarrer und wie geht denn das zusammen? Ja, zusammen geht offensichtlich nicht, wie vieles nicht zusammengeht, aber ich möchte schon ein paar Sätze dazu sagen. Erstmal möchte ich mal sagen, der Herr Gauck ist sicher nicht Pfarrer aus innerer Überzeugung geworden. Der Herr Gauck als junger Mensch ist sehr stark geprägt worden von seinem Onkel Gerhard Schmidt. Der war später sogar dann Superintendent in Ost-Berlin, aber der Onkel Gerhard Schmidt. In der Kirche auch. Ja. Der Onkel Gerhard Schmidt war ein ganz, ganz strammer SA-Mann. Da gibt es Dokumentationen, die haben andere Publikationsorgane veröffentlicht, in dem Fall der Fokus. Auszüge haben wir auch dazu drin. Das heißt, offenkundig ist Gauck von dem Gerhard Schmidt als sein Vater, das ist auch ein extra Thema, also für einige Jahre verhaftet war, hat dieser Onkel seine Erziehungseinflussnahme genommen und offensichtlich hat er Theologiestudium gemacht, Gauck, weil, das hat mir der Professor der Universität dort gesagt, wo er studiert hat, die Theologische Fakultät in Rostock, der hat formuliert, eine schwarze Insel im Roten Meer war. Ich meine, wir brauchen ja uns nicht schweigen, welche Diktion die DDR insgesamt hatte. Also dort haben sich junge Menschen zusammengefunden, die völlig anders tickten. Und da passte er rein. So, und natürlich hat er in seiner Pastorenzeit in der DDR, also die berühmte Losung, geschwärterte Flugscharen und im Zimmer stehen, stell dich vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und solche Losungen gehabt. Andererseits, wie ich schon mal ausgeführt gerade habe, hat er dem Manteuffel sehr freimütig gesagt, nein, ich unterstütze schon, dass Wehrdienst in der DDR gemacht wird. So, und dann kam der ganz große Umschlag. Seine erste bedeutungsvolle Rede war ja die an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, wo schon zwei eigentlich ganz schlimme Diktionen drin waren. Einerseits also wirklich bösartigste Verleumdung der Volksarmee der DDR, die ja bei allem, was man dazu sagen kann, an keinem Angriffskrieg teilgenommen hat. Und B, eine Lobpreisung der jetzt hier im Bundeswehr mit, in seinem Pathos, den er immer hat. Also er freut sich natürlich, dass die nun in Afghanistan, am Horn von Afrika und so weiter tätig sein können. Und die Steigerung, ganz aktuell, jawohl, ist jetzt sein Auftreten da in München vor der Wehrkundetagung, oder wie das heißt, wo er wirklich mit Formulierung aufgewartet ist,
die, ja, wo er sich an die Spitze stellt, würde ich mal sagen, einer Befürwortung. Wir müssen in der Welt wieder mehr Deutsche, jawohl, ich sage es mal mit meinen Worten, das hat er nicht so an die Front schicken. Also wir müssen auch das wieder tun. Nee, er ist, Klaus, er sagt das. Er sagt ja, das ja, sehr bloß deutlich. An die Front schicken. Militärische Verantwortung ist, ja, ja, ist von was mir. Heißt das anderes als. Ja, ja. Und darauf gibt es ja nun ein beachtliches Echo, wenn wir über Internet reden. Ja. Also der Jürgen Tottenhefer hat ihm einen offenen Brief geschrieben, einen großartigen Brief. Ja. Auch mit der Diktion. Also auch wenn Sie so der Meinung sind, dann schicken Sie Ihre Jungs und Enkel dorthin. Ne? Ja. Also. Aber bloß das charakterisiert diesen Mann, der erst also Schwerter zu Flugscharen machen will, dann im persönlichen Gespräch der Staatsmacht der DDR sagt, also nee, das, der Frieden muss schon verteidigt werden, dann nach der Wende sich, ja, man kann es ja nicht, fast nicht anders formulieren, sich zum obersten Kriegsbefürworter aufschwingt, das ist er, das ist er. Und das ist natürlich, das Letzte ist natürlich wirklich sehr, sehr schlimm und bestätigt eigentlich die Notwendigkeit, dass wir mit fundierten Gegenargumenten erfordern. Ja, also dieser letzte Punkt ist insofern auch noch von Bedeutung, als an sich ja das Grundgesetz mit dem Artikel 26 und der Verbot von Angriffskriegen also eine sehr deutliche Sprache spricht und der Bundespräsident, der Bewahrer, ganz, also der oberste Bewahrer dieser Rechtsnorm an und für sich sein müsste und nicht jemand, der hier von einem Angriffskrieg zum anderen treibt. Im Grundgesetz sagt ja zum Bundespräsidenten Schaden vom deutschen Volk abwenden. Ja, das ist, ja, das ist also aus aktueller Sicht, ich meine, wenn wir ganz aktuell werden, es vollzieht sich ja gerade, ist in Griechenland in diesen Tagen. Ja. Nicht? Und es spielt sich das offensichtlich ab, was sich immer abspielt. Einerseits wird er, heute ist er wieder in so einer schlimmen Stätte, wo die Deutschen gewütet haben, wird er, da bin ich überzeugt, wieder mit seinem Pathos in Tränen ausbrechen und das Schlimmste, diesen Akt dort verurteilen. Und wenn er zurückkommt oder vorher hinfährt, nimmt er eine Position ein, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist diese, naja, kann man, kann es nicht anders vor, Charakterlosigkeit eigentlich übertragen. Ja, und auch völlige Prinzipienlosigkeit. Ja, ja. Ja, ja. Also nicht unbedingt das, was man als Bundespräsident braucht. Überraschend war ja auch sein Einstieg, als es dann um dieses ESM-Thema ging, dass er in einer Rede, bevor der ESM den Bundestag überhaupt passiert hat, erklärt hat, er werde an ihm nicht scheitern. Diese Ratifizierung und das Inkrafttreten des ESM zu einem Zeitpunkt, wo er noch gar keine Gelegenheit hatte, das Ding zu prüfen. Also damit hat er eigentlich das Amt, das er gerade angetreten hat, schon mal von dem Prinzip her mit Füßen getreten. Da gab es ja auch einige Irritationen, nicht? Also auch bis nach Karlsruhe gab es Irritationen. Das hat er noch. Wo er dann wie üblich wieder die Kurve gekriegt hat, in der Art, also das waren alles nur Missverständnisse. Ja, so ist er. Ich meine, gut, neu angetreten wird man ihm ja auch ein paar Tage gönnen sollen. Aber so ist er. Er äußert sich spontan, ja, manchmal unüberlegt zu bestimmten Ereignissen, wo auch gar nicht gefragt worden ist. Und nicht nur die Äußerung dort, ich meine, Wolf, wenn ich es interpretieren darf, ist natürlich Wolf nicht über Bobbycorn Übernachtungskosten gestolpert. Natürlich nicht. Sondern Wolf ist gestolpert wahrscheinlich über die Rede, die er vor den Wirtschaftsgrößen die Lindauer Rede gehalten hat. Ja. Die man wirklich mal lesen sollte, wo er das internationale Kapital aber frontal angegangen ist. Das muss man schon wohl so sagen. Ja. Nicht? So, und dann lese man als Gegenbeispiel die Rede, die Herr Gauck also jetzt auch gehalten hat in Davos zu ökonomischen Fragen. Das sind natürlich Welten, die da auseinandergehen. Einerseits das wirkliche Aussprechen, was dieses Kapital anrichtet und das andere, ja, ein bisschen drum rumschleimen, sage ich mal, und sich anbiedern. Das sind Welten und es ist wirklich, man muss ja mit vielem nicht einverstanden sein, was in diesem Land passiert, aber es gibt ja auch noch genügend anständige Menschen. Es ist eigentlich eine Schande, dass so ein Mann an der Spitze dieses Staates steht. Also anders kann ich das nicht interpretieren. Du hast jetzt sehr schön den Zusammenhang zwischen Lindauer Rede und dem
wegen einer zwar Geschmacklosigkeit, aber einer Lächerlichkeit dann medial hingerichteten Herrn Wulff. Und wenn man das dann sieht, was Gauck dann direkt danach als Einstiegsrede gehalten hat, im Hinblick auf genau dieses ESM, also auf diese, dieses Kapitalthema, Kapitalismusthema angesprochen hat, dann wird auch deutlich, da war klar, da sitzt jemand, der wie ein Unterschriftenautomat dieses Ding ohne Prüfung, ohne drauf zu gucken, schon vorher weg sagt, an mir wird es nicht scheitern und an Karlsruhe wird es auch nicht scheitern. Dass er dann gleich damit ist erlebt, er zu weit gegangen. Da ist er sich, das er ist in beiden sein. Eigentlich zu weit gegangen. Ja, bloß, Die Sache wird komplettiert. Du hast die jüngste Biografie oder die, die jetzt heute im Fokus steht, der Beachtung angesprochen, durch ein für einen Pfarrer. Ich meine, man muss jetzt nicht Moralapostel sein, um Gottes Willen, aber eher doch etwas ungewöhnliches Privatleben. Ja, das ist in der Tat ein Thema für sich, was wir in dem Buch bewusst sehr dezent gehalten haben, aus zweierlei Gründen eigentlich. Der erste Grund ist nicht unsere Diktion, im Privatleben von Herrn Gauck rumzuforschen. Und das Zweite, gerade auf dem Gebiet kannst du natürlich nur das schreiben, was du wirklich beweisen kannst. Ich meine, der Mario Frank in seiner Biografie hat ja etwas getan, was wir eigentlich nie tun durften. Ich wüsste dann, was mit uns als Autoren passiert. Er hat das Gericht gestreut. Der Herr Gauck hatte ja nicht nur mehrere Frauen, sondern er hatte auch noch einen Mann. Und der Mann, den er hatte, das sein, ich sag's mal, Vorzimmerlöwe, der schon als Pastor war und der jetzt die Präsidialkanzlei leitet, namens David Gill. Steht ja in seinem Buch drin. Ja. Naja, ich gehe mal so weit. Also Informationen in diese Richtung hat man auch. Aber das war natürlich für uns ein Tabuthema. Aber was nur kein Tabuthema mal ist, und ich weiß nicht, wie es die Kamera machen kann, die bunte Presse ist ja natürlich schon kräftig dabei, so mit ein paar aufmacherischen und reißerischen Themen hier zu arbeiten. Ne? Neue Geliebte aufgetaucht, zwischen zwei Frauen. Es gibt eine andere, die sagt, wie viele Frauen darf ein Präsident haben. Das ist die moralische Seite. Aber die moralische Seite hat ja wieder eine hochbrisante staatliche Substanz. Seine zwei, ich sag mal, publizierten Geliebten, ich will mich da nicht weiter äußern. War neulich in Rostock, da hat man mir auch schon wieder was geflüstert, aber das lassen wir mal. Sind ja staatlich bezahlte, eine First Lady, die überall mit rein, und die andere, Helga Hirsch, eine erste Buchautorin, ist Kommunikationsberaterin im Präsidentenbüro. Gut, nun lassen wir mal den David Gill, ob das war es oder nicht, weiß ich nicht. Also wenn das auch noch hinzukäme, nicht? Das heißt, der Staat bezahlt zwei Frauen, zu denen Gauck eine intime Beziehung hatte. Und die eine wird offiziell als Vertreterin dieses Staates präsentiert, während seine verheiratete Frau, nach wie vor verheiratete Frau in Rostock sitzt, dort einen Kaffee unterhält und Manfred Mantel ist halt mir immer gesagt, eine sehr angenehme, sehr zurückhaltende Frau. Gut, das steht uns ja alles nicht zu, über Frauen zu werten. Aber die Tatsache, dass zwei Geliebte nur im Schloss Bellevue residieren auf Staatskosten, das ist wohl schon eine Tatsache. Und ich, wie ein Präsident überhaupt einerseits verheiratet ist und die Frau sitzt in Rostock und seine Geliebte auf internationalen Reisen präsentieren darf, ist wohl auch ein Thema. Die nächste macht PR-Beratung. Die nächste macht PR, ist wohl auch ein Thema, was nicht in den Privatbereich gehört, sondern das. Es gab ja Stimmen vor der Bundespräsidentenwahl, besonders aus der CSU, die darauf hingewiesen haben, das geht so nicht. Die wurden aber aus bestimmten Gründen sehr schnell zum Schweigen gebracht. Gibt es denn nach euren Recherchen überhaupt irgendeinen Grund, wie man auf ihn kam? Also ich meine, ist die Personaldecke in der BRD, was Bundespräsidentenkandidaten betrifft, so dünn, dass man sich auch dann als Staat letztendlich in einer solchen Weise angreifbar macht? Die Dinge bleiben ja nicht geheim. Richtig. Ja, ausrecherchiert haben wir das, könnten wir das nicht. Da bleiben Fragen offen. Für mich bleibt insbesondere die Frage offen, warum die SPD ihn so stark
nicht nur gestützt, sondern schon bei der ersten Wahl ja präsentiert hat. Ich sage mal, die zweite Wahl, das war sicher ein machtpolitischer Racheakt der FDP, dass die FDP sich der SPD dann angeschlossen hat, gesagt, also wir unterstützen das auch, Merkel, wenn die mitmacht, lass mal die Koalition platzen. Na gut, das schenkt man vielleicht mal mit dem Platzen. Aber so ist es gelaufen. Merkel wollte nicht, das ist dokumentiert. Sie ist dann umgefallen oder umgeschwenkt oder was weiß ich nicht. Aber nein, die eigentlichen Hintergründe, warum dem so ist und warum insbesondere die SPD so in ihn, in Anführungsstrichen, verliebt ist, obwohl er ja nur wirklich keine SPD-nahen Positionen vertritt, ist nicht auf, also von uns nicht aufklärt oder nicht aufgeklärt worden. Ja, auch der Unfall von Merkel, also gemessen daran, wie wundervoll er nachher in diese sogenannten Euro-Rettungsfragen da bei dem Schlimmsten, was es da jetzt inzwischen verabschiedet wurde, bei dem ESM, funktioniert hat, also wirklich auf Zuruf schon vorab funktioniert hat, kann sie eigentlich nur zufrieden sein. Also nein, nein, sie hatte ja auch vor seiner Wahl, wo sie also noch dagegen war, gesagt, der passt mir als Präsident nicht, der ist mir zu einseitig polarisiert und insbesondere auf dem Gebiet hier, was jetzt also die Welt bewegt, Finanzen, hat er überhaupt keine Ahnung. Ich will den nicht. Das war ihre Position. Na gut, will man auch nicht zu weit gehen, ob da noch was anderes dahinter steckt. Denn, muss man ja auch mal aussprechen, Herr Gauck war der Einzige, der sofort nach der Wende Staatssicherheitsakten alleine über ganze Tage eingesehen hat. Ich philosophiere nicht weiter. Ja, nein, ja, aber, ist mir schon klar. Ja, klar. Aber nein, die wirklichen Wurzeln dafür, ob das nur Machtspiele sind oder was, kann ich nicht beantworten. Könnte man nicht aufklären. Wie ist jetzt unabhängig davon, dass das natürlich ein sicherlich eher ungeliebtes Buch ist, die Resonanz beim Leser? Was hast du für eine Rückmeldung? Mhm. Was sagt der Verlag zu dem Buch? Also erstmal sage ich, ich habe keine Rückmeldung aus der Position des Angegriffenen. Das war ja auch durchaus zu erwarten. Da waren wir auch eingestellt auf mehrere Varianten, die da kommen konnten. Wobei wir uns, wie ich gesagt habe, hinsichtlich der Tatsachen, die wir verbreitet haben, also die sind nicht angreifbar eigentlich. Aber trotzdem, man kann ja aus allem was machen. Also von dort gibt es nichts bisher. Das Buch hat die vierte Auflage, wobei das mit den Verlagen so eine Sache ist, wie viel das ist, verraten sie ja nicht. Ne? Das soll irgendwann mal kommen. Gut, also die vierte Auflage hat es und es hat natürlich insofern ein Echo, dass wir beide also zu einer Unzahl von Foren, Diskussionsrunden und Vorstellungsgesprächen und so weiter eingeladen werden. Gut, nun weiß ich natürlich auch, wer dorthin geht, so ungefähr. Also die großbesuchtesten waren so 250 bis 300 Leute in Berlin, in Rostock und so weiter. Die einhellige Aussage in den Foren war, wir danken euch, dass ihr das gemacht habt. Es gibt doch immer die Formulierung, wir bewundern euren Mut, dass ihr das gemacht habt. Das musste gesagt werden und dann kommt noch die Frage, die wir hier auch gestellt haben, warum und weshalb und wieso. Das Medienecho, habe ich gesagt, ist verhalten, erstaunlicherweise auch in den linken Medien. Vielleicht trauen sich einige nicht, ich weiß es nicht. Der Verlag musste schon 4 Wochen nach der Erstauflage, da haben sie mal mir was fallen lassen, die soll 5.000 gewesen sein, also nachauflegen. Mhm. Aber das eigentliche Ziel, was wir erreichen wollten mit diesem Buch, ich sage mal, eine politische Diskussion auszulösen, nicht nur zur Person, sondern natürlich auch zu Themen, die diese Person betreffen, das ist bisher nicht gelungen. Und wir stehen vor folgender Frage. Natürlich wird dieses Buch immer so am Laufen gehalten, dass auf Bedarf ausgeliefert werden kann. Aber wir stehen vor der Frage, ob man mit einigen neuen Erkenntnissen nicht nochmal eine wirklich nicht neue, aber eine ergänzende Auflage macht, wo dann der Verlag auch bereit wäre, hat er mir gesagt, damit nochmal richtig in die Offensive zu gehen. Das kann sein. Das hängt auch von Antworten ab. Denn wir schließen das Buch ja mit einer Aufforderung. Ja. Und die Aufforderung lautet so, Leute aus Rostock und Wustrow, wer uns noch was zu sagen hat, melde sich bitte. Ich habe 10 Meldungen. Die sind auch nicht ganz ohne.
Aber ich habe noch keine so, dass ich sagen könnte, die könnte ich jetzt hier reinarbeiten, weil sie nicht angreifbar ist. Da spielt eben bei vielen eine Rolle. Die Information gebe ich Ihnen zwar, aber meinen Namen kriegen Sie nicht. Ja. Und damit kann ich nicht anfangen. Ja, klar. So, also dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ist aber ein schlimmes Zeichen. Ist ein schlimmes Zeichen. Ist ein schlimmes Zeichen, Klaus, wenn jemand sagt, ich habe hier eine Information, zu der ich stehe, ja. Aber ich lebe in einem Land, in dem ich das nicht frei äußern darf. Ja, es bezieht sich andererseits auch auf diese Person. Also wenn wir schon so reden, bitteschön, das kann ja auch gesendet werden, gibt es auch direkt Aussagen, dieser Person traue ich alles zu und deshalb sage ich dir nichts Näheres oder keine Quellen dazu. Das ist natürlich bezeichnend, jawohl, sowohl für das System als für die Person. Und beweist eigentlich, dass wir recht haben mit unserer Diktion da drin. Also so, spannend ist ja, du hast keinerlei Reaktion von Gauck selber. Nein. Das heißt, die Möglichkeit zu sagen, hier einstweilige Verfügung und die werden hier damit hat man juristisch gerechnet, fertig gemacht und so weiter. Gar nichts. Nein. Er hat jetzt 4 Auflagen lang zugeschaut und sich dazu überhaupt nicht geäußert. Das heißt, das Buch ist bei aller Brisanz und bei aller Deutlichkeit so geschrieben und so recherchiert, dass er keinen Anpack hat. Das hat mir ein anerkannter Jurist vorher empfohlen, hat gesagt, schreib es so, dass du nur das, was du beweisen kannst, reinnimmst, denn du musst natürlich rechnen. Und nachdem das dann fertig war, hat mir der gleiche Jurist gesagt, das habt ihr richtig gemacht, so wie es jetzt ist, gibt das eigentlich. Wenn er angreift, könnte das nur ein Selbsttor werden, wie das Selbsttor da vom Brauchsteurer Landgericht. Was will er da angreifen? Das Urteil ist da, das Urteil ist veröffentlicht, also da kann man nichts machen. Natürlich kann man immer was finden, das ist jedem klar. Aber nein, Sachstand ist ja nur schon doch ein Dreivierteljahr jetzt auf dem Markt, da ist nichts gekommen. Aber mit der politischen Wirkung, sage ich nochmal, können wir noch nicht zufrieden sein. Ja. Also bleibt es, das war ja dann das, was du sagst, damit schließt ihr, bleibt es bei der Aufforderung, wir haben ja hier ein paar Punkte auch angesprochen, wo man einfach sagt, okay, das wissen wir nicht genau, was wirklich in der Gauck-Behörde gelaufen ist. Ja. Auch da wären natürlich mal Informationen spannend und interessant, die verwertbar sind. All die Dinge, da kann man noch nachlegen, da könntet ihr noch nachlegen. Also du bist grundsätzlich bereit auch und da dran, wenn Material kommt, zu sagen, das Thema bohre ich nochmal auf. Naja, da besteht Übereinstimmung, also zwischen den beiden Autoren sowieso. Ja. Der Manfred arbeitet da oben in Rostock ganz intensiv, kann ich sagen. Aber auch mit dem Verlag besteht Übereinstimmung, verstehe ich den Verlag natürlich auch. Wenn ihr was, so wie das hier gemacht habt, Neues, nied- und nagelfest findet, machen wir sofort. Auch in der Aufmachung her eine Neuauflage, die dann noch einmal eine Wirkung haben könnte. Ja, wir arbeiten dran. Wo es hinführt, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, die Notwendigkeit zeichnet sich eigentlich von Tag zu Tag immer mehr ab. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön und ich kann das nur unterstreichen. In der heutigen Zeit gehört Mut dazu, eine solche Publikation auf den Markt zu bringen. Und es gehört auch Kraft dazu, dann, ich sag mal, wegzustecken, dass man viel Arbeit, viel Informationen, viel Fakten reingearbeitet hat und Zeit geopfert hat und die Resonanz in einem gleichgeschalteten Mediensystem dann eher verhalten ist, um es mal höflich zu sagen. Gut, insofern bedanke ich mich bei dir, da du kein gleichgeschaltetes Medium bist, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast für dieses Gespräch und vielleicht bewegt das Gespräch und seine Ausstrahlung dann auch noch einiges. Das wäre sehr wünschenswert. Vielen Dank. Ich danke dir auch. www.klaus-plessing.de ist die Internetseite von Dr. Klaus Plessing, bei der es weitere Informationen, aber natürlich auch über das Gauck-Buch hinaus Informationen zu seinen sonstigen Büchern und seinen sonstigen Arbeiten gibt. Auch das lohnt sich alles sehr, weil es ein ganz anderes Bild auf eine vermeintlich marode DDR-Wirtschaft gibt und wirft, als das, was wir hier so in den Medien präsentiert bekommen. Ich will das Buch nochmal zeigen, Joachim Gauck, der richtige Mann, Fragezeichen. Ich glaube, die Antwort, er ist mehrfach der falsche Mann als derjenige, der ein Bürgerrechtler gewesen sein will, als jemand, der im Bereich der Gauck-Behörde, was auch immer dort gemacht hat und jetzt als Bundespräsident, also gleich mehrfach der falsche Mann. Und man kann nach dem, was man hier
heute gehört hat, nur dringend, und da schließe ich mich auch ganz ausdrücklich und wir beide dem, was Jürgen Toetenhöfer in seinem fantastischen offenen Brief an ihn geschrieben hat, an. Er sollte schnellstmöglich zurücktreten. Liebe Zuschauer, für das Interesse wie immer ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.